Herzlich willkommen, liebe Traderinnen und Trader, zum Freitagswebinar. Heute gibt es wieder ein paar Knaller. Wir schauen auf den Dow. Da gucken wir uns mal ganz genau die laufende Korrektur an. Zu dieser Korrektur habe ich übrigens im Vorfeld auch schon eine Frage bekommen. Also diejenigen, die meine Posts hier auf Facebook auch immer mal live verfolgen, hier kann man auch gerne vorab mal eine Frage stellen, beziehungsweise die Live-Teilnahme am Webinar dazu nutzen, die eigenen Fragen loszuwerden. Heißt also an dieser Stelle wie immer auch die Einladung, wer Fragen hat, gerne rein in die Chats auf Facebook und auf GoToWebinar. Da gucke ich mir natürlich auch die Fragefelder an und das nutze ich dann auch, um Wunschmärkte hier zu analysieren. Danke auch für die lieben guten Morgengrüße. Freue ich mich sehr darüber. Starten wir ins Webinar rein. Der Risikohinweis, der ist wie immer obligatorisch. Heißt also hier an dieser Stelle, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das dazu. Und damit gehen wir auf die heutige Sendung noch kurz ein, denn es ist Freitag und Freitag gibt es nicht nur die klassischen Handelsideen, sondern wir machen noch einen großen Rundumschlag. Rundumschlag bei den Nachrichten, das heißt, wir schauen, was diese Woche alles so gekommen ist. Wichtigste Nachricht diese Woche war ja die EZB-Sitzung, da wurden interessante Dinge gesagt und dann schauen wir natürlich auch noch auf die Nachrichten der kommenden Woche und der Check der Charts. Das heißt, wir gucken heute nicht nur in den Handelsideen, in den Dow, sondern wir gucken auch auf den DAX, gerne auch auf den S&P 500, den Nasdaq. Wir können gerne in den Ölmarkt noch einmal reinschauen, all diese Dinge. Und wie schon gesagt, Fragen hier sehr, sehr gerne. Das hier und dann im zweiten Teil zum Freitag wie immer ein bisschen edukative Sachen. Das heißt hier, wir schauen heute, Gewinne bedeuten nichts ohne Risikokontrolle, denn Glück kann man nun mal nicht duplizieren, zumindest nicht im Trading. Ich kenne zumindest keine Strategie, wo man sagt, durch Glück kann man immer wieder Gewinne machen. Das funktioniert meistens nicht. Deswegen hier heute mal so ein bisschen das Thema Risikokontrolle hier beim Handel mit Devisen, mit Forex im Tickmill Trading. Das Ganze dann später. Schauen wir zuerst auf die Nachrichtenlage für den heutigen Tag. Wir sehen es, es ist weiterhin in der Schweiz, in Davos, das World Economic Forum. Da können immer mal interessante Meldungen kommen, auch manch nette Anekdote. Also es ist immer wieder schön, da immer mal reinzuschauen, was die Wirtschaft bewegt, kann natürlich dann entsprechend auch Kursbewegung bei den Währungen oder auch den Indizes entsprechend mit auslösen. Weiter geht's dann hier heute am Vormittag, 9.30 Uhr. Bekommen wir den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe und die Dienstleistungen aus Deutschland. 10 Uhr den ganzen Spaß dann aus der Eurozone. 10.30 Uhr geht es dann weiter im gleichen Reigen. Da bekommen wir diese Zahlen aus Großbritannien. 10.30 Uhr spricht dann auch noch einmal die EZB-Präsidentin Frau Lagarde. Und am Nachmittag bleiben wir den Einkaufsmanager-Indizes treu. Da bekommen wir das Ganze um 15.45 Uhr aus den USA. Hier auch wieder für das verarbeitende Gewerbe, die Dienstleistung und den Gesamtindex. Und da ist es auch interessant, hier in Europa, in Deutschland, in Großbritannien und auch in den USA mal zu sehen, wie die unterschiedlichen Entwicklungen im verarbeitenden Gewerbe und auch in den Dienstleistungen sind. In Deutschland haben wir ja schon immer mal ein paar interessante Informationen bekommen, was das Thema der Ausblicke angeht. Da scheinen die Unternehmenslenker mittlerweile wieder etwas positiver in die Zukunft zu blicken. Mal gucken, was hier an dieser Stelle hier Stück für Stück entsprechend in den Zahlen bei rauskommt. Das zu den Tagesnachrichten an dieser Stelle.
Und hier machen wir dann, oder wir machen es gleich, es ist jetzt einmal da, wir gucken, wo wir gerade bei den Nachrichten sind, natürlich kurz hier drauf, was haben wir diese Woche bekommen, ne? Also, am Montag, da war nicht wirklich viel, Frau Lagarde konnte hier auch nicht massiv viel an den Kursen entsprechend bewegen. Klar, der Euro hat sich in den letzten Tagen auch ein bisschen was bewegt, aber das Richtige an Bewegung, das kam erst gestern mit der EZB-Sitzung. Am Dienstag haben wir positive Nachrichten aus Großbritannien bekommen, deshalb habe ich Großbritannien hier immer mal ein bisschen was auf der Uhr. Warum habe ich es auf der Uhr? Es ist ein politisches, sag ich mal, Konstrukt, was wir dort aktuell haben, wo alle möglichen Nachrichten um das Thema Brexit-Verhandlungen, wie es hier weitergeht und so weiter und so fort, die Thema Freihandelsabkommen, all diese Sachen, die belasten ja auch oder die beeinflussen die britische Wirtschaft. Und hier ist es sehr, sehr schön zu sehen, dass die Einkommen, die Durchschnittseinkommen und die Bonuszahlungen gestiegen sind. Die Arbeitslosenänderungen waren auch deutlich besser, als das Ganze erwartet worden ist. Dann haben wir hier mit Blick auf Deutschland am Dienstag, das hatte ich ja gerade sag ich mal, anklingen lassen, dass die Erwartungen der Konjunktur in Deutschland wieder anziehen. Wir sehen es hier, die Konjunkturerwartung der ZEW haben wir am Dienstag bekommen. 15 war die Prognose als Stand, 27,6 ist das aktuelle Ergebnis. Und wenn man mal sieht, wo wir vorher gestanden haben, also im letzten Bericht, war der Wert bei 10,7. Also da sieht man doch, dass man hier an dieser Stelle doch schon einen deutlich positiven Lauf hat in diese Richtung. Und das ist immer wieder sehr, sehr gut zu sehen. Mittwoch gab es dann hier an dieser Stelle die Verkäufe bestehender Häuser in den USA. Da wissen wir ja auch, da guckt das Beachbook beispielsweise immer mal ganz genau hin. Hier auch positive Zahlen. Das Ganze lag mit 5,5 Millionen definitiv über den Erwartungen von dem, was hier kam. Ja, und dann kam gestern, da war EZB-Tag, an den Zinsen hat sich nichts getan. Da ist auch wirklich überhaupt nichts erwartet worden an dieser Stelle. Aber was gesagt wurde, ist sehr, sehr, sehr interessant. Nämlich, das ist ja, wir haben ja zwei Dinge aktuell laufen, die die Wirtschaft bzw. den Geldmarkt unterstützen. Das ist zum einen die Zinsseite. Ja? Hier die Negativzinsen sind da, die belasten natürlich auch weiterhin die Banken. Das Thema haben wir ja mittlerweile in Deutschland auch für die Privatkunden. Mittlerweile gibt es ja Initiativen seitens unserer, ja, sage ich mal, Staatslenker, hier den Banken möglicherweise zu verbieten, Negativzinsen für Privateinlagen zu nehmen. Mal gucken, wo das Ganze noch hingeht, aber da sieht man, dass die Banken schon mit diesem Umfeld sehr, sehr große Probleme haben. Was interessant war, ist der zweite Fakt, dass das Anleihekaufprogramm weiter auch fortgeführt wird. Da wird ja jeden Monat werden Anleihen gekauft und beides, die niedrigen Zinsen als auch das Anleihekaufprogramm, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit so lange fortgeführt, bis es hier zu einer Inflationsentwicklung kommt, die in die von der EZB erwartete Range Richtung 2% geht. Das war das eine. Das andere, und das ist interessant, das hat Frau Lagarde in ihrer Rede gesagt, wie die EZB zukünftig die Wirtschaft in Europa stützen möchte. Und das war interessant, auf welchen Zug man hier aufspringt, denn das Thema Umweltschutz ist mittlerweile auch in der EZB angekommen. Und hier hat man den Plan, die ganze europäische Wirtschaft durch Investitionen in Umweltschutzprojekte, in Dinge, die sozusagen die Treibhausgasemissionen und so weiter und so fort reduzieren, reinzubringen. Das heißt, da wird es Stützungsmaßnahmen geben und wir wissen ja selbst, wie das am Ende funktioniert, wenn in diesen Bereichen gebaut wird, ausgebaut wird. Das schafft Aufträge, das schafft Arbeitsplätze und so weiter und so fort. Das könnte durchaus sehr, sehr positiv für die zukünftige Entwicklung sein, sollte man definitiv hier mit auf der Agenda haben. Also das zum Rückblick auf die Termine der aktuellen Woche. So, jetzt möchte ich aber keinen länger auf die Folter spannen und wir schauen jetzt in unsere Handelsideen für den heutigen Tag rein. Wie schon gesagt, ich habe gesagt, der Dow, Schweizer Franken, japanischer Yen und US-Dollar, chinesischer Yuan. Den habe ich jetzt hier mal auf der Uhr. Ich mache auch gleich den Chart mal noch groß hier auch auf der Facebook-Übertragung, damit man den Chart besser sehen kann. Wir starten einfach mal hier mit der hinteren Reihe. Ich weiß, der ein oder andere sagt sich, oh, was soll ich denn hier kurzfristig traden in so einem Chart? Thema Spreads und so weiter und so fort. Na klar, das spielt natürlich immer eine Rolle. Das sind auch immer Faktoren, die muss man bei der Trade-Planung, bei der Risikokontrolle immer mit beachten, ne? Auch das Thema Swap, das muss immer alles in allem mit reinbringen. Aber wir sind ja jetzt nicht hier, wo ich sage, Leute, geht hier long oder geht hier short. Sowas mache ich hier nicht. Das sind
Das sind dann Handelsempfehlungen und das muss jeder Händler für sich selbst entscheiden. Was ich hier mache, ist, ich analysiere regelmäßig interessante Chartsituationen und der ein oder andere mag sich sagen, okay, dieser Chart gefällt mir, den möchte ich gerne auch mit dem mittelfristigen Bild traden und deswegen hier mal einen schönen Trend und zwar den Abwärtstrend im Währungspaar US-Dollar, chinesischer Yuan. Wenn wir das mal noch etwas weiter nach unten bringen hier, wir sehen es. Der Markt lange, lange Zeit extrem hoch aufwärts gerichtet. Und wenn wir uns jetzt hier an dieser Stelle beispielsweise mal auch den Wochenchart auch anschauen wollen, hier an dieser Art und Weise, da sehen wir auch, dass dieser Markt definitiv hier auch noch in seinem Aufwärtstrend schwingt. Das ist ganz klar. Wir haben hier steigende Tiefs und steigende Hochs. Aber wenn wir uns das Ganze momentan einmal auf Basis des Tagescharts anschauen, dann sehen wir hier sehr, sehr schön nach unten laufend diesen Abwärtstrend. Wer sich jetzt fragt, wo kommt die Trendzeichnung her? Ist das etwa ein Zickzack-Indikator oder sowas? Nein, das ist nicht der Zickzack-Indikator. Das ist hier das MTON-Live-Signal. Und wenn wir jetzt uns mal zum Beispiel bei dem Trend, den ich jetzt hier eingezeigt habe, die Korrekturtiefe auch anschauen, ne, das kann man sich hier sehr, sehr schön anzeigen lassen. Schaut mal, da laufen wir mittlerweile auch in ein sehr, sehr interessantes Level rein. Ne? Aus charttechnischer Sicht sehen wir hier das Ganze. Wir hatten hier das Ausbruchslevel um die Marke von 6,92,13 in etwa. Wir sind aus der weit gelaufenen Bewegung schön tief jetzt in die Korrektur reingekommen und hier stellt sich jetzt die Frage, wie es kann es weitergehen. Natürlich, die Korrektur ist hier in keinem Fall zu Ende. Dazu sollten wir erst einmal hier unter das Tagestief von gestern runterlaufen. Wenn sie weitergeht, müssen wir über das Tageshoch von gestern drüber. Das ist erstmal faktisch, davon sollte man jeder mal ausgehen. Jetzt gucken wir aber mal, wie die Korrektur nach oben weiterlaufen kann. Da haben wir nämlich hier oben, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, ich zoome es mal kurz etwas näher nach ran, noch zwischendrin einen interessanten Zacker gehabt, wenn wir uns mal diesen untergeordneten Bewegungstrend hier anschauen. Ich will bei der Währung gar nicht zu tief ins Detail gehen, weil das macht keinen Sinn im Kleinsten. Das lohnt sich in aller Regel wegen der Spreads nicht. Aber wir haben hier schön den Abwärtstrend, den wir laufen haben. Ich klicke mal kurz hier in die Stunde. Da sieht man das ganz gut hier in der Stunde. Also das war der Abwärtstrend nach unten hin. Und schaut mal, jetzt haben wir diesen Trend hier erst einmal rausgenommen und wir laufen halt in die Korrektur. Nächster Anlaufpunkt hier in Richtung des Hoch auf Tagesbasis, was wir zwischendrin hatten, bei 7,01280 war das Hoch hier in etwa. Da wäre, wenn wir hier tatsächlich drüber gehen und sich dieser kleine Trend hier fortsetzt, der nächste Anlaufpunkt bei 6,97,8 in etwa. Das ist das, was an Korrekturweite oben drin ist. Wenn der Markt dann allerdings irgendwann wieder rumdreht auf die Unterseite, dann wird es interessant. Und dann wird es auch interessant, auch aus den Aspekten, die ich gerade genannt habe, mit den Kosten im Trade. Nämlich je tiefer wir zurücklaufen, je interessanter wird es, je kleiner wird das Absicherungslevel im Endeffekt und je mehr Potenzial haben wir zur Unterseite hin. Und das ist durchaus dann doch interessant, wenn man mal sieht, wie viel Weg nach unten entsprechend noch frei ist bis zum aktuellen Trend tief. Beziehungsweise, wenn wir hier unten mal noch reinschauen wollen, das nächste Unterstützungslevel hier, das haben wir ja hier unten. Ich mache das mal eben ganz kurz grün. Also das haben wir dann auch noch ein Stück weit weg, wo dieser Trend, wenn er sich fortsetzt nach unten hin, dann doch noch etwas mehr an Potenzial hat. Und das ist das Interessante. Und deswegen habe ich den Chart heute einfach mal mitgebracht für die Ideengebung an dieser Stelle natürlich. So, im nächsten Chart, Schweizer Franken, japanischer Yen, da kann man sich auch wieder in allen Zeiteinheiten austoben. Das heißt, den wechseln wir auch gleich nochmal um. Kurzen Augenblick hier, Schweizer Franken, japanischer Yen, da ist er. Mache ich mal eben groß. Schauen wir uns im großen Bild erstmal auf der Tagesbasis an. Da sehen wir nämlich ein schönes Korrekturmuster. Die, die hier zuschauen, die sehen, das ist mal wieder Seidels Lieblingsmuster. Eines meiner Lieblingsmuster, nämlich bullische Flaggen. Ich liebe diese Dinger, weil wir schöne, enge Trends haben. Und wenn die nach oben rausbrechen, dann haben wir Chancen, relativ flott auch nach oben rauszulaufen. Ist nicht immer so, ja. Gerade jetzt in letzter Zeit ist das Thema auch ein bisschen tricky. Warum? Weil es ganz oft der Fall ist, dass diese, sag ich mal, Signale, die Handelssignale, die hier häufig kommen, long, blöderweise, sehr, sehr oft an Widerständen entstehen und Unterstützungen bieten häufig zusätzlich die Gegenrichtung noch mit an. Also das ist ein bisschen tricky. Aber hier bei den Flaggen haben wir das an dieser Stelle natürlich nicht, weil hier sind wir schön verortet in einem Aufwärtstrend. Hier letzte Bewegung schön nach oben gelaufen. Wenn wir uns den Chart mal etwas kleiner machen, wir sehen es hier oben, die 114,47 ist hier ein Widerstandslevel. Da sind wir im Hoch des Trends reingelaufen. Und wenn das gewuppt wird, wenn wir hier oben drüber gehen,
Dann steht der Weg Richtung 118 offen. Das ist doch nett zu sehen, oder? Heißt also hier, wir schauen uns ganz genau an, was im Bereich dieser Korrektur abgeht. Und momentan ist der Weg nach unten weiterhin da. Erstes oder nächstes Anlauflevel wäre mal auf alle Fälle hier dieser Ausbruchsbereich um die 112,57. Das sehen wir ja häufig. Gesunde Korrekturen laufen so ein Level gerne mal mit an. Und wenn wir uns mal ausmessen vom Low zum High, was wir hier gehabt haben, da sind wir ja mittlerweile schon auch ein ganzes Stückchen in die Korrektur reingelaufen. Das heißt, wenn wir mal sehen, hier, wir laufen jetzt oder im Tiefsimmer in die 50% Korrektur reingegangen. Und das ist ja dann immer schon mal eine schöne mitteltiefe Korrektur, wo wir Potenzial zur Oberseite haben. Heißt also, wir gucken uns den ganzen Spaß jetzt mal an hier auf der Stunde, weil in der Stunde sehen wir schön, wie gut sich der Kanal nach unten runter schlängelt und uns dann auch, wenn der Ausbruch kommt, schnell sagt, wie es weitergehen kann. Ja, ich mache mal hier kurz den Zeitrahmen rein. So, wartet mal, wir brauchen da das hier. Hier seht ihr, was sich hier runter schlängelt. Die Tief, die Hoch, die Tiefs, die Hoch. Das fällt nach unten und nach oben ab. Und was jetzt hier halt interessant ist, wenn wir nach oben rumdrehen, kurzfristig hätten wir erstmal hier ein Level und wenn wir hier oben drüber laufen, dann ist dieser Abwärtstrend, also den wir hier nach unten sehen, der ist dann rausgenommen. Ne? Ich skizziere das hier mal ganz kurz, hier die letzten Schübe, die Schwünge, die wir hier hatten. Also hier Bewegung, dann hatten wir hier Korrektur, dann hatten wir hier die Bewegung nach unten. Na komm her, du. So, jetzt aber los hier. Da ging es nach unten. Heißt an dieser Stelle hier oben, wenn wir hier drüber laufen, dann haben wir hier diesen Ausbruch aus diesem Kanal, beziehungsweise möglicherweise zieht er sich dann noch etwas steiler. Aber wir sehen es, wenn wir hier drüber laufen, dann haben wir hier einen Aufwärtstrend, der federführend ist und sehr, sehr positiv für das Bild. Erstmal, wenn wir zwischendrin auch hier über diese 113,3 drüber laufen, da sieht das Ganze deutlich bullischer aus. Und das ist dann das Interessante. Und hier, wenn sich der Mike mal noch was wünschen darf, dann sehen wir hier irgendwas in dieser Richtung, dass es nochmal ein Zwischenhoch gibt, ein kleines Low und dann können wir rumdrehen hier nach oben hin und dann kriegen wir schön den Ausbruch zur Oberseite und dann kann sich der Markt schön nach oben mit wegschlängeln. Hier, das ist mal so die Korrektur sozusagen innerhalb des Kanals im Schweizer Franken, japanischen Yen und dann haben wir halt nach oben die schönen Anlaufpunkte, die man gut planen kann. Der Korrekturverlauf nach unten, ganz klar, das sehen wir natürlich auch noch, die Anlauflevel im Tageschart, bin ich ja schon mal eingegangen auf dieses Ausbruchslevel hier um die 112,57. Wenn wir hier diesen Trend mal nach oben noch mit anschauen, dann haben wir hier noch ein Zwischentief, was unterhalb dieser Ausbruchsmarke des Tagesschart durchaus auch noch als Pivotpunkt genutzt werden kann, sollten wir doch noch einen weiteren Trendverlauf nach unten sehen. Und das wäre dann hier die Marke von 112,3 an dieser Stelle im Aufwärtsschub hier. Das ist der Bewegungstrend, den wir hier sehen, des Schweizer Franken, japanischen Yen. Übrigens bekomme ich hier noch Fragen rein. Britisches Pfund, Schweizer Franken bzw. US-Dollar, Schweizer Franken gucken wir uns dann gleich im Nachgang an. Ich würde nur an dieser Stelle ganz gerne mal noch die dritte Handelsidee für heute mit durchsprechen. Und zwar wäre das an dieser Stelle der Dow Jones. Zack, da ist er. Auf Tageschart gucken wir uns das Ganze erstmal an. Hier an dieser Stelle, wie immer, auch genau wie letzte Woche, das Teil ist verortet weiterhin in einem Aufwärtstrend. Luciana endlich, ich hoffe, ich habe dich nicht zu lange auf die Folter hier gespannt, aber nichtsdestotrotz, es geht hier in der Besprechung natürlich auch um diverse Handelsideen und der Dow ist jetzt da, Hannes an dieser Stelle, los geht's mit der Korrekturbetrachtung hier. Gestern war übrigens sehr, sehr schön zu sehen, wie die Korrektur sich mal wieder dazu ja, hat verleiten lassen, schön nach unten zu laufen und dann zack, Gummiband, Schnaps nach oben, schöne Umkehrkerze, die wir gestern auf Tagesbasis bekommen haben und wenn diese sich nach oben entlädt, holla die Waldfee, dann könnte es durchaus doch relativ flott wieder Richtung Allzeithoch gehen. Belege dafür gibt's, die Bestätigung steht allerdings aus und da denke ich mal, wird der US-Markt heute Nachmittag, wenn er dann um 15.30 Uhr aufmacht, definitiv uns eine Richtungsvorgabe machen. Bis dahin kann man das Ganze natürlich auch traden. Der Markt ist ja offen und Geld fließt ja auch mit rein. Das ist ja alles kein Problem. Aber nun zurück hier zur Korrektur im Dow Jones, also im Dow 30. Hier, wir sehen es, schön schlängelt sich's nach unten innerhalb eines engen Trendkanals hier an dieser Stelle. Ja, das ist im Metatrader manchmal so ein bisschen tricky hier mit den Linien, die verschieben sich
auch zwischen den Zeiteinheiten, aber ist eigentlich völlig wurscht. Gucken wir uns an. Korrektur nach unten hin, wie schon gesagt, gelaufen. Hier, wir hatten gestern das Low, das Tagestief hatten wir liegen bei, jetzt muss ich kurz schauen, 28.962 Zähler. Das war das Tagestief und dann kam der schöne Schub nach oben hin. Und jetzt gucken wir uns jetzt mal entsprechend in der Stunde an. Und da ist das, was ich gerade gesagt habe, dieser Schub nach oben, der kam sehr wohl, ist aber noch nicht bestätigt. Noch nicht bestätigt heißt, wir haben hier noch keinen neuen Aufwärtstrend. Und da ist es immer sehr, sehr schön zu sehen, was der Markt uns hier denn anzeigt. Wenn wir uns das Ganze mal angucken, hier an dieser Stelle, hier, da kam der Schub nach oben. Ich zoome das mal kurz etwas kleiner noch, dass wir das Ganze schön sehen können. Schaut mal, hier hat sich der Markt schön nach unten geschlängelt. Wir haben hier fallende Hochkurse, fallende Tiefkurse. Und hier unten, das ist das, was für mich persönlich jetzt das Interessante ist. Schaut mal, wir haben hier den Abwärtsschub bekommen. Wir haben hier einen Zacken Gegenbewegung bekommen. Und dann kam nochmal ein schöner Rutsch nach unten. Also quasi genau das Gleiche, was ich gerade eingezeichnet habe im Schweizer Franken, japanischen Yen, was ich mir da wünsche, ist das, was hier gekommen ist. Wir hatten nochmal eine Korrektur bekommen, die ein tieferes Hoch hinterlassen hat. Dann der Schub nach unten. Und das, was wir hier jetzt sehen, ist jetzt das Interessante. Ein Schub nach oben. Und wenn es jetzt dazu kommt, dass wir hier ansetzen und hier entweder jetzt gleich hochlaufen oder erstmal noch ein bisschen tiefer schlängeln und dann der Schub nach oben kommt, das ist dann die Bestätigung. Das wäre dann die Bestätigung der Umkehrkerze von gestern. Und wir haben dann in der Stunde wieder einen schönen Aufwärtstrend. Und das ist genau das Interessante, was wir hier an dieser Stelle sehen. Das wäre dann der Aufwärtsschub. Hier wurde ich übrigens auch gefragt, die halbe Stunde, also der 30-Minuten-Chart, ist schon wieder aufwärts gerichtet. Wenn wir uns das ganze Bild mal angucken, in der halben Stunde, gehe ich einfach mal auf den M30, das sieht natürlich ganz genauso aus wie hier im Stundenchart gerade. Also hier, die Abwärtsdynamik ist rausgenommen worden. Hier sehen wir es hier, das letzte Zwischenhoch, das blaue ist das, was ich aus der Stunde gerade mal eingezeichnet habe. Und hier sehen wir es auch, der Trendbruch ist halt hier oben in diesem Level passiert. Jetzt sehen wir hier die Korrektur, also diesen Schub, den wir hier nach oben bekommen haben. Das war der erste Aufwärtsdruck und die Bestätigung kommt allerdings auch erst, wenn wir hier oben drüber laufen, also hier über dieses Hoch, was wir dort hatten, da muss der Markt drüber. Also egal in welcher Zeiteinheit jetzt das Ganze kommt, es ist ja derselbe Markt, im Prinzip derselbe Chart. Und wenn wir uns hier am Tagesmarkt sozusagen orientieren, dann brauchen wir natürlich den Schub nach oben. Klar, in den kleineren Zeiteinheiten sieht man häufig den Markt schon früher trenden. Man muss das Ganze aber immer ins größere Bild einordnen und sich sagen, was möchte ich denn überhaupt traden? Ja, wenn ich den Trend im 5-Minuten-Chart traden möchte, ja, dann ist der ausschlaggebend für mich. Wenn der allerdings die Korrektur der Stunde darstellt, muss ich halt wissen, dass ich gegen die übergeordnete Zeiteinheit trade und das Ganze dann viel, viel, viel kleiner traden. Ja. Schwierig wird es dann, wenn man sagt, boah, die 5 Minuten sind aufwärts gerichtet, ich trade jetzt einfach mal long in den Tageschart rein und die Stunde ist noch abwärts gerichtet. Das kann so richtig ordentlich in die Hose gehen, weil der große Zug noch nach unten fährt. Und wenn man dann schon long geht, kann man ziemlich schnell überrollt werden. Also das Ganze bitte immer schön in die Zeiteinheiten einsortieren und dann funktioniert das auch. Das heißt, wir haben ja immer einen Richtungsgeber und den Trend, den wir handeln wollen, den sollten wir als Richtung nutzen und das Ganze natürlich aber auch immer ins Gesamtbild mit einfließen lassen. Das dazu, das hier zum Dow Jones an dieser Stelle. Also, es läuft nach oben. Nach unten hin haben wir natürlich auch noch Anlauflevel. Ne? Da müssen wir das Tagestief von gestern mal sehen. Das wäre dann sozusagen, wenn der Abverkauf doch kommen sollte, dann läuft es halt weiter in die Korrektur runter. Und wenn wir uns da mal anschauen, sollte das tatsächlich kommen, dass die Bestätigung ausbleibt. Wir wissen es ja nicht. Und gerade die kurzfristigen Trader, die brauchen ja dann Anhaltspunkte. In dem Moment, in dem wir hier unter das Tief, unter das kleine Schwungtief der Stunde drunter laufen, sieht es nämlich erst einmal wieder so aus, dass es hier Richtung Vortagestief drunter laufen kann. Also hier unten rein Richtung dem Low, was ich hatte. Das wäre mal da unten auch der erste Anlaufpunkt, den wir hier hatten, beziehungsweise wenn wir uns mal diesen Gesamtchart hier anschauen in der Stunde, wir haben hier drüben um die Marke von 28.900 Zählern einen Drehbereich gehabt, den der Markt immer mal hatte. Da könnte eine tiefer laufende Korrektur durchaus auch noch mit rangehen. Und dann haben wir ja noch den Bereich hier um das Low, um den letzten Ausbruchsbereich, die 28.750, das Ganze hier entsprechend mit
reinzunehmen als Anlaufpunkt zur Unterseite. Also das ist hier entsprechend das Interessante. Und die kurzfristigen Trader, die sich das Ganze hier mit anschauen möchten, wenn wir uns mal diesen starken Schub nach oben mit reinnehmen, wenn wir uns das Ganze mal im 5-Minuten-Chart anschauen wollen und wir dann tatsächlich hier unter diese Bank drunter laufen, also unter dieses Low, was wir hier hatten, was ich gerade angezeigt habe, dieser Low-Bereich hier, wenn wir hier tatsächlich drunter laufen, dann entwickelt sich ja entsprechend auch wieder eine Abwärtsdynamik. Und wenn man das im kurzfristigen Bereich haben will und sagt, okay, der Markt läuft jetzt entsprechend erst einmal hier nach unten hin, hier rein, dann haben wir unten Anlaufpunkte, Schwungbereiche sozusagen. Also hier diese Marke, die wir hier haben, die sind schon sehr, sehr interessant an diesen Punkten im Kleinstbereich. Dann haben wir hier drinnen in diesem Bereich im ganz, ganz kleinen hier für die ganz kurzfristigen Händler hier. Hier unten haben wir so diesen Schwungbereich hier. Dann ist der Markt hier oben seitwärts gelaufen und dann hat sich die Aufwärtsdynamik auch entwickelt. Und wenn wir mal diesen Low-Bereich hier unten identifizieren müssen, hier diese Marke, das war so der kleine Schwungbereich, auf dem der Markt nach dem Schub nach oben nochmal ganz kurz aufgesetzt hat und dann die Dynamik raufgegangen ist. Also hier diese Marke in etwa um die 165, also um die 29.160 bis 70 in diesem Bereich. Dieser Schwungbereich ist für die kurzfristigen Trader doch interessant. Aus rein trendtechnischer Sicht spielt allerdings hier diese Marke unten um die 29.150 Zähler die wichtigere Rolle. Laufen wir nämlich da drunter, dann öffnet sich der Weg, also es wird dann weiter sozusagen und dann haben wir hier unten die Anlaufpunkte. Und wenn ich die mal eben noch mit ins Spiel bringen sollte, also dann wäre aus meiner Sicht erst einmal natürlich hier dieser Schubbereich hier, ich muss mal ganz kurz die Linienfarbe noch mit ändern, hier an dieser Stelle, das letzte Level, wo wir sozusagen hier über diesen Ausbruch nach oben gelaufen sind, das ist hier die Marke knapp um die 29.110 Punkte und weiter unten dann soll es tatsächlich Richtung Tief laufen, hier Schwungbereiche. 29.040 Zähler, beziehungsweise dann haben wir schon hier unten der Bereich des Tagestief von gestern hier. Das Low haben wir ja bei 28.962, beziehungsweise hier dann die 28.900 und knapp 80 Zähler. Das ist jetzt mal für den ganz kurzfristigen Bereich an dieser Stelle. Also das ist das, was der Chart uns verrät und ich hoffe, ich kann mit diesen, sage ich mal, Kleinigkeiten auch, sage ich mal, gerade denen, die im Intraday-Bereich hier auch unterwegs sind, immer wieder ein paar Nuancen geben, wo man einfach sagt, okay, wenn wir jetzt die kleinen Bereiche traden, dann müssen wir uns auch an den kleinen Feinheiten im Markt orientieren, ja, und nicht plötzlich sagen, okay, die 5 Minuten gehen jetzt wieder long, wir orientieren uns jetzt einfach mal am Allzeithoch, was ein paar hundert Punkte höher liegt. Das ist dann nämlich immer schwierig, in den kleineren Zeiteinheiten tatsächlich sowas entsprechend durchzuhalten. Das also hier mal der Blick in den Dow Jones. Jetzt schaue ich mal noch nach Fragen. Haben wir keine? Lutz, ja, Treffer, ja, der Dirk, den haben wir ja hier auch immer, der Designer sozusagen vom Stereo-Trader, der gibt ja auch immer Trading-Ideen und der hat auch, er schreibt gerade hier 167 Treffer, 168, also diesen Bereich hier, den ich hier gemacht habe für das ganz kurzfristig, den sieht der Dirk genauso, also da sieht man auch mal, dass zwei Trader, die den gleichen Markt betrachten, häufig oder in der Regel auch immer die gleichen Marken hier besprechen. Es ist halt einfach so, ne? Die Trader machen alle das Gleiche, auch wenn es jeder so ein bisschen in Nuancen für sich anders macht. So, gut, dann hätten wir das. Und dann schauen wir jetzt sozusagen mal weiter hier im Kontext. Und ich gehe noch mal kurz zurück in die Präsentation von heute auch rein. Das heißt, was wir hier machen, ist, wir schauen jetzt einfach auch noch mal auf die Daten, die wir nächste Woche noch bekommen. Das heißt, hier wichtige Termine in der nächsten Woche. Da steht nämlich auch einiges auf der Uhr, was wir hier mit haben. Das heißt, wir bekommen am Montag um 10 Uhr den IFO-Geschäftsklimaindex. Das ist sehr, sehr spannend. Der Markt, also die Analysten gehen hier von einem leichten Zuwachs aus. Wir hatten beim letzten Mal 96,3 Punkte. Der Markt geht aus auf einem Zuwachs von 97 Zählern. Mal schauen, was wird. Aus den USA bekommen wir hier dann die Verkäufe neuer Häuser. Auch da wird eine, sage ich mal, Steigerung erwartet. Am Dienstag geht es dann weiter. Da bekommen wir aus den USA die Auftragseingänge für langlebige Güter und das CB, also das Conference Board Verbrauchervertrauen, wichtige Daten, die wir hier an dieser Stelle sehen, dass wenn das, sag ich mal, Vertrauen der Verbraucher stark wächst oder stark fällt,
dann haben wir sozusagen immer wieder Einflüsse auf die Wirtschaft und da müssen wir wirklich ganz, ganz genau hinschauen. Mittwoch geht es in den USA weiter, also wir haben nächste Woche auch wieder eine sehr USA-lastige Woche von den Nachrichten her. Da gibt es die schwebenden Hausverkäufe, wir bekommen am Mittwoch dann das FOMC-Statement, den Zinsentscheid und die Pressekonferenz der Fed. Das wird richtig, richtig spannend. Donnerstag, dann geht's weiter. Veränderung der Arbeitslosigkeit in Deutschland kriegen wir. Wir bekommen aus Großbritannien den aktuellen Inflationsbericht, die Zinsentscheidung und das MPC-Sitzungsprotokoll. Also am Mittwoch haben wir die Fed, am Donnerstag die Bank of England. Wird wieder sehr, sehr spannend, gerade auch auf der Währungsseite. Und am Freitag bekommen wir dann aus der Eurozone noch den Verbraucherpreisindex geliefert. Das Ganze wie immer frei Haus. Ach, apropos Freitag, das habe ich vorhin ganz vergessen. Für diejenigen, die sich die COT-Reports anschauen oder die neu in dem Bereich sind und auch mal gucken wollen, was das ist. Heute Abend gibt es natürlich noch die COT-Reports für das, was die Big Boys in den Futures machen, in den Währungsfutures, beziehungsweise hier an dieser Seite natürlich auch in den Futures für die Rohstoffe. So. Gut, das dazu sozusagen und dann machen wir hier einfach mal weiter mit dem, was auf der Agenda ist. Das heißt, an dieser Stelle blicken wir jetzt wieder in die Charts. Ich bekomme hier gerade noch eine Anfrage, dass ob man den Pfeil ein bisschen farbiger machen kann. Ich muss mal schauen, ob ich dafür die Webinare etwas einbringen kann. Den Hinweis nehme ich mir mal auf. Ich muss mal schauen, was ich da tun kann an dieser Stelle. So, das also zu den Dingen und jetzt gucken wir noch auf die anderen Charts. Den Dow haben wir ja, denke ich, mittlerweile gut besprochen. Dann gehen wir jetzt mal auf unseren Heimatindex, den DAX, an dieser Stelle ein. Hier mache ich den Entry mal kurz raus und die Timeframes nehme ich auch mal ganz kurz raus. Wir gucken uns jetzt einfach mal den klassischen nackten Chart an. Naja, mehr oder weniger, also halt auf alle Fälle ohne Indikatoren drinnen. Hier sind noch einige Linien drinnen. Das sind sozusagen an dieser Stelle die Linien, die wir hier immer wieder in den Trades besprechen und die lasse ich auch mit drinnen hier an dieser Stelle. Das heißt, wir sehen den Markt nach oben laufen. Wir sind weiterhin in einem Aufwärtstrend, allerdings die letzten Tage etwas nervöser. Nervöser sage ich, weil wir hier natürlich diese Woche es geschafft haben. Hier Applaus, wir haben es geschafft im x-ten Anlauf. Ein neues Allzeithoch zu schreiben hier an diesem Tag. Ich klemme da einfach mal auch ein Fähnchen dran. Hier oben, da war das neue Allzeithoch. Hier über der Marke von 13.600, ich glaube, es ging ein bisschen in Panne 40, müssen wir mal kurz schauen. 39, also hier bei 40 hatten wir das neue Allzeithoch. Das war natürlich fein. Und was ist passiert? Ich sag mal so, die erfahrenen Trader unter uns, die wissen ganz oft, was im DAX dann passiert. Wir kriegen ein neues Hoch und danach kommt erstmal ein Abverkauf. Also das ist überhaupt nichts Dramatisches. Man sollte da als Händler entsprechend auch cool bleiben. Und das, was wir danach sehen, ist einfach der Abverkauf und dann immer mal so ein bisschen hin und her gezappelt. Also ich sage euch Leute, bleibt bei sowas entspannt. Wir sind hier wirklich sehr, sehr schön nach oben gelaufen. Auch der Jahresstart, der war gar nicht so verkehrt. Das heißt hier, der Aufwärtstrend ist weiterhin intakt. Natürlich, es kann immer mal tiefere Korrekturen geben. Das ist mit Blick auf das, was wir hier in den letzten Monaten gesehen haben, durchaus auch ein relativ relevantes oder, sage ich mal, nahe vor uns liegt. Das Ereignis, dass wir doch mal ein bisschen tiefere Korrektur sehen können. Und wenn wir einfach mal schauen, was wir hier an Levels haben, die flache Korrektur, die sieht ja momentan hier oben um die 13.400 Punkte Marke eine relativ gute Unterstützung. Sollte die aber nicht halten, dann gucken wir uns hier einfach mal den Wochenchart an. Und im Wochenchart ist das gut erkennbar. Hier haben wir den Bereich um die 12.900, 13.000 Punkte, wo wir immer wieder rangelaufen sind. Da ist auch in der Historie ein interessanter Bereich gewesen. Hier drüben sehen wir das auch immer wieder mal. Das ist eine Unterstützung und es kann durchaus auch mal ein Stück weit nach unten gehen, ohne diese gesamte positive Aufwärtsdynamik, die wir haben, entsprechend kaputt zu machen. Das heißt, es ist alles weiterhin grün, Korrektur kann immer mal kommen. Es ist halt einfach nur wichtig, dass wir in Korrekturen das Richtige machen. Dafür bin ich ja morgens auch da, dass wir das Ganze analysieren. Und hier mit Blick auf den Wochenchart sehen wir halt momentan auch ein Bild, was für etwas Unsicherheit spricht. Wenn wir uns diese Kerze hier mal anschauen, wir haben eine Kerze, die steht
in dem jetzigen Punkt nahe dem Eröffnungskurs. Also es gab da kaum Kursbewegung. Trotzdem hat diese Kerze natürlich eine ordentliche Schwankungsbreite nach oben und nach unten gehabt. Das sehen wir oben am Docht und unten entsprechend an der Lunte. Also da ist schon Unsicherheit da. Nach oben hin wurde es den Händlern zu heiß. Nach unten hin haben die Käufer gleich wieder zugegriffen. Es ist ein normales Verhalten, ja, und das sind doch schöne Sachen. Und wir sehen es auch hier bei dieser Außenkerze, die wir hier drüben gehabt haben, die mir vor 2 Wochen da sind, die ist weiterhin intakt. Wir haben zweimal den Ausbruch nach oben geprobt, zweimal wurde wieder abverkauft. Und wenn solche Kerzen halt dann irgendwann mal wirklich nachhaltig nach oben durchbrochen werden, dann ist natürlich auch noch einiges an Luft nach oben da, ne? Und wenn wir diese Luft nach oben einfach vielleicht auch mal ausmessen wollen hier, an dieser Seite messen wir einfach mal von unten nach oben mal rein hier. Jetzt muss ich bloß mal gucken, dass ich dieses Fenster, ja, das war mir fast klar, jetzt haben wir es. Wenn wir das einfach mal hier oben draufsetzen wollen, sehen wir mal, was an Luft auch noch da ist. Wenn wir einfach mal die Korrekturtiefe dieser langanhaltenden, das ging ja über einige Wochen, Seitwärtsphasen hier einfach mal oben draufsetzen, dann sehen wir, dass die Kraft, die hier gesammelt wurde, einfach aus rein charttechnischer Sicht vom Low zum High, mal locker ausreichen kann, um den Markt auf 14.000 Punkte nach oben zu bewegen. Also wir haben auf der Oberseite noch einiges an Potenzial da. Wir müssen einfach nur Geduld haben und dem Markt, ja, sage ich mal, die Zeit geben, das Ganze auch mit reinzubringen. Und das ist ganz klar da. Und wir können hier durchaus auch mal ein bisschen Korrektur sehen, übergeordnet das Bild allerdings weiterhin richtig schön bullisch zu sehen. Und das ist ja das, was wir hier entsprechend für die Grundrichtung auch brauchen, um alles andere mit auszuwickeln. Wir sehen ja, was hier heute auch schon passiert. Also gestern auch schön die Umkehrkerze, ähnlich wie wir es im Dow gesehen haben. Ich muss das mal, optisch gefällt mir das hier gerade überhaupt nicht. Genau, hier, also gestern die schöne Umkehrkerze, kleine Korrektur. Und jetzt läuft es wieder nach oben hin. Das Ganze auch mal in der Stunde zu sehen, da sieht man schön die Korrektur. Schaut mal hier, sehen wir nach unten geschlängelt, zack, 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 rein. Und dann der Schub nach oben, Bruch dieses Abwärtstrends. Ich muss mal kurz schauen, dass wir das schaffen. Schaut mal hier, dieser Bereich hier, mach mal mit dem Fadenkreuz, der Bereich hier, das war das letzte Korrekturhoch. Hier sind wir schön drüber gelaufen und jetzt hat es der Markt geschafft. Bewegung nach oben, seitwärts laufende Korrektur und jetzt haben wir den Ausbruch nach oben und damit ist der Weg kurzfristig schön nach oben erstmal frei. Ob es so kommt, da muss ich wie immer sagen, ich habe keine Ahnung. Das ist hier natürlich immer nur Trading von Wahrscheinlichkeiten, aber wir sehen es, der Markt nimmt die unteren Level immer zum Kauf und wenn die positive Dynamik da bleibt, wir kriegen ja auch immer wieder positive Meldungen aus der Wirtschaft. Die Berichtssaison läuft gar nicht so schlecht. Also alles schöne Sachen, die wir hier auf der Oberseite immer wieder beleuchtet bekommen und da sehen wir den Weg natürlich schön nach oben mitgelaufen. So, Lutz, nee, eine Glaskugel nehme ich nicht, die lasse ich dir mal, du hast dich da schon mal ausgelassen, ich gucke lieber in die Charts, ich vertraue den Glaskugeln nicht so wirklich, ich habe mit den Dingern keine gute Erfahrung gemacht. Gut, an dieser Sache sind wir damit jetzt durch, Chartanalyse hier im DAX haben wir gemacht, den US-Markt haben wir durch, jetzt gucke ich mal kurz, Fragen haben wir keine, wir sind schon ein Stück weit fortgeschritten, das heißt, ich würde sagen, wir machen jetzt hier einfach mal mit dem weiter, was ich auch schon avisiert hatte. Das heißt, wir machen jetzt hier mal den Sprung in das Thema Education und das heißt an dieser Stelle natürlich auch den nächsten Bereich hier an dieser Stelle. Und zwar gucken wir jetzt mal in die Education rein. So, ich muss jetzt nochmal die Einstellung hier an dieser Stelle machen. Kamera raus sozusagen. Und ich nehme jetzt für Facebook einfach mal kurz noch ein zweites Video auf. Einfach nur dranbleiben.